Also, nur um sicher zu gehen. Welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Touché. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt. Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Ja gut. Ah, das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern. What? Aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, nicht wenn schon du das wieder. Nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie den Schutzbeauftragten oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Ja gut, ich wollte gerade sagen, also ich meine, ne, sieht nicht so aus. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Wirklich? Was? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, doch, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Okay. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nee. Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay. Es ist nur das... Naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Ich bin ein guter Mieter. Jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Fordere es nicht heraus. Doch. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja, der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Ja, ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Habe ich gestern was damit vergessen? Ah, danke, nein. Ich habe erstmal genug Leichen gesehen. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon?
Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst, aber du kommst jetzt besser sofort her oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Ja. Ah. Wisst ihr, was gerade mein Problem ist? Dass ich die Dialoge alle schon kenne. Wäre es einfach nur so, okay, ich müsste das Spiel jetzt spielen, so, ne, mit Rätsel lösen und so, dann wäre ja alles okay. Dann könnte ich das alles erklären, das und das müssen wir machen und so, aber ich muss halt die ganzen Dialoge nochmal hören. Und die habe ich halt erst vor kurzem gehört. Das ist halt so gerade mein Problem. Das ist ein bisschen ätzend, sag ich mal. Hey. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagt, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind? Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, glaube ich auch. Mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ja gut, recht hat er, ne? Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du, jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Okay. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Oh. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Weißt du, was ich glaube? Was mir gerade so auffällt? Kann es vielleicht sein, dass der Penner Randall ist? So? Weil er weiß ja über das Ganze Bescheid. Er hat ja gesagt, yo, ne? Er hat das alles schon einmal erlebt. Vielleicht ist er ja auch in dieser kompletten Zeitschleife gefangen und es kommt halt, jeder Montag, jeder Tag ist für ihn Montag, aber er altert trotzdem, bleibt aber in der Zeit hängen und lernt dadurch dann den Randall aus der Vergangenheit, sag ich mal, kennen. So, wisst ihr, wie ich das meine? Es wäre ein interessanter Ansatz. Irgendwie. Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum verändern können? Naja,
Hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden bevor du ihn getrunken hast besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Hey, leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Mit Wein kennt er sich aus. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben. Gehe von Gasse zu Gasse in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Weiß ich nicht. Habe ich sie denn? Habe ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Ja. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever sein. Tja. Wow. Mission fehlgeschlagen, Alter. Alles klar. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay. Wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Naja, für Leute wie mich und euch da draußen. Mal was anderes. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Okay. Na, alles klar. Mehr können wir erstmal nicht machen. Wir müssen jetzt zu Matts Wohnung. Wir können auch nirgends anders hin. Aber wir können jetzt zu Claytons, nach dem Gespräch mit dem Penner. Erkunde deine Umgebung. Es gibt quasi einige quasi versteckte Gegenstände. Oh. Sieht ein bisschen verändert aus, ne? Keine Absperrung mehr. Nicht mehr der kleine Junge mit der Mutter. Der ist der voll ins Gespräch vertieft. Hotdog-Verkäufer. Den lasse ich lieber in Ruhe. Ja, Claytons Bar ist jetzt offen. Wir können da jetzt rein. Auf jeden Fall, wir können da jetzt hin. Wir müssen halt erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen können, erstmal in Matts Bude. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse! Hey! Alles klar! Was hab ich denn gemacht? Oh, richtig! Du tust niemals irgendwas, Randall Hicks! Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Okay. Beruhig dich, Sally. Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Cop, der auf dich in der Küche wartet und er sieht nicht sehr glücklich aus. Okay. Sollst du deine Wutausbrüche unter Kontrolle bekommen? Okay. Hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja. Genau das ist es. Okay. Okay, gehen wir in die Küche. Sally ist, glaube ich, nicht gut auf uns zu sprechen. Habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. Heilige Scheiße, Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Der bin ich. Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den Richtigen erwische. Sicher? Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich, Hicks. Glaube ich nicht. Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na, sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal.
Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, da, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Sagen wir einfach mal, ich hatte das Gefühl, dass ich in genau dieser Situation schon einmal war. Und wurde dein Freund da auch schon zerstückelt? Nein, da wurde er bei lebendigem Leibe gegrillt. Okay, du Made. Erzähl mir alles, was du weißt, oder es wird Konsequenzen haben. Okay, tut mir leid. Es ist nur, dass mein Tag verläuft nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nein, wirklich? Was dachtest du denn, wie er verläuft? Anders. Naja, ich weiß nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so verwirrend ist. Und ich hatte einen Dienstag erwartet. Dienstag? Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber ich schwöre, ich habe seinen Robotaschenrechner nicht geklaut. Ich habe keine Ahnung, wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist. Ehrenwort. Du zögerst mir etwas zu viel, Junge. Man klaut seinen Freunden nichts. Das ist einfach nicht richtig. Ich sagte doch, ich habe nichts gestohlen. Du verrätst dich selbst, du Trottel. Ich weiß nicht nur, dass du was zu verbergen hast, sondern jetzt weiß ich auch, dass es was mit Diebstahl zu tun hat. Und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen, machst du das ziemlich oft. Fast schon aus einem Impuls heraus, was? Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nichts davon gesagt. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde. Und das war's. Ah, Kindheitsfreunde, ja? Interessant. Ja, und das war's. Und das ist alles? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, das ist also kompliziert. Das ist etwas kompliziert, ja. Weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht. War ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Und dein Vermieter ist wer? Mr. Marconi. Threepwood Street 15. Und du weißt, wo es für dich hingeht, wenn er dein Alibi nicht bestätigt, oder? Ja. Mein Arsch wandert direkt ins Gefängnis. Du lernst schnell, aber irgendwas ist da noch. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Nein, das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht Allison? Vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Nee. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen.
Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Walt Whitman? Das ist so als Matthew Griffin.